Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Es sollte heute Mittag, also Sonntagmittag, eigentlich eine ganz andere Folge geben, aber die ich hochgeladen habe, habe ich mir heute Morgen nochmal angeschaut und die war, ja, ihr wisst es, ich bin sehr penibel, die war an einer Stelle für mich nicht gut gelungen und deswegen habe ich sie ganz kurzfristig wieder rausgenommen und einfach noch eigentlich die Folge eingeschoben, die ich für Montag vorgesehen hatte, denn wir haben so einen kleinen Winbreak hier. Wir sind wieder mit unserem Strike auf Null. Das lag einfach daran, dass wir wieder gegen einen kriegsoptimierten Clan ran mussten. Ihr habt das vielleicht im Video vorher gesehen. Wir waren auf unserer Seite hier. Ich glaube, es waren 8 oder 9. Nein, es sind 8 Elfer. Und auf der anderen Seite hatten wir, glaube ich, bis zur 13 hier Elfer. Und hier im unteren Bereich auch nochmal 2 Stück. Also das war von unserer Seite her nicht aufzuholen. Hier unten waren es natürlich wieder Low Bases, also hier 7 und 2 Achter. Und eigentlich ging es erst hier mit den Neunern los. Das heißt also, unsere RH9 mussten nach oben und haben natürlich dort immer nur 1 oder 2 Sterne geholt. An der Stelle ist das dann sehr, sehr schwer gewesen und unsere Elfer und Zehner mussten dann jeweils eigentlich bei 2 relativ guten Bases ran, beziehungsweise bei 2 starken Bases, und ja, das Ganze, das haben wir nicht aufgeholt, muss man dazu sagen. Und der Gegner war sehr schlau, muss man sagen, am Ende, denn der hatte bei uns einiges noch im RH9 Bereich offen, weil die natürlich unten 6 Angriffe zu wenig hatten, und so konnten die mit ihren RH10ern und mit ihren RH11ern teilweise nur mit einem Helden oder mit 2 Helden die Elfer unsere Neuner natürlich ganz, ganz locker machen und haben das auch ganz bis zum Ende wirklich eine Minute vor Schluss rausgezögert, um uns hier so richtig den Gnadenstoß zu geben. Aber das haben wir vorher schon gesehen, dass das so kommen wird. Und wenn man sich das Ganze ein bisschen ausrechnet, wie der Gegner angreift, dann weiß man eigentlich vorher schon, das wird an der Stelle leider nichts mehr. Also die Übermacht der Engineering Bases hier war wieder ein bisschen zu groß. Und in den letzten, die wir ja gewonnen haben, die ganzen CKs, da war das Verhältnis eigentlich sehr ausgeglichen. Das habt ihr, glaube ich, auch gesehen. Da haben wir so gut wie gar nicht gegen Engineering Bases antreten müssen. Aber hier ist zum Beispiel eine Base, die ich dann letztendlich machen musste. Also hier ein Engineering 10er. Und das ist für 9er, ja, ist das einfach schwierig. Kann man nicht anders sagen. Die Base ist ein bisschen größer. Die Base hat hier sie hat 3 X-Bögen an der Stelle und hat auch die Teslas, glaube ich, auf Max-Level für einen 10er. Ja, für mich ist das unter Umständen, ja, ich will nicht sagen leicht, aber es ist doch um einiges einfacher, weil der 10er hat doch jetzt einen Zauber mehr, hat 10 Heldenlevel mehr auf dem Konto und hat die Miner auf 3. Ja, ich habe die Miner hier das erste oder zweite Mal jetzt im CK benutzt. Und auch wenn diese Base hier keine Infernos hat, wir sehen gleich noch eine Base mit Infernos auch, ist das hier durchaus machbar, 10er Bases oder 9,5er, also auch 10er mit Minern hier zu machen. Und wir nutzen sie hier exzessiv, das heißt also auch im RH11 Bereich nutzen einige bei uns mal wieder die Miner, wie auch immer, für ein Cleanup oder um eine komplette Base damit zu machen. Also das ist schon an der Stelle, glaube ich, eine super Truppe geworden. Und hier, wie gesagt, 9er, na, chancenlos. Also fast chancenlos. Auch wenn ihr hier vielleicht aus der Luft ein bisschen was reißen könntet, aber die Lars sind auch hoch. Also das ist ja eine Max-Out-Def hier ohne Inferno. So muss man es ja sagen. Ja, nicht ganz Max-Out. Da fehlt noch ein bisschen an den Kanonen und an den Bogenschützentürmen. Die Magertürme können auch noch ein Level vertragen. Aber die richtigen Sachen hier hat der Gegner, ja, ich sag mal, richtig gelevelt, und deswegen tut man sich dann an der Stelle als RH9 doch sehr, sehr schwer. Also hier waren, selbst hier waren 2, 3 Angriffe drauf, weil unsere Neuner nicht großartig höher gehen konnten. Denn die mussten ja teilweise bei 10er und 11er ran, da wir einfach viel zu wenig für unsere Neuner hatten. Ja, okay, ganz unten gab es dann 8er oder 2 Achter und ein 7er, aber
Das sind dann natürlich eher die Opferbases, die sich dann auch hier wahrscheinlich genauso in diesem CK verhalten. Ja, was willst du machen? Ist nicht so tragisch. Aber ihr seht das hier, die Miner rocken hier richtig gut durch. Ich habe hier sogar einen Fries mitgenommen. Eigentlich wollte ich dann Heil an der Stelle nochmal mitnehmen. Also 3 Heil und 2 Wut. Aber ich habe den Fries einfach drin gelassen und passte auch genau direkt über den Fries dann einfach den Wut gelegt. Dann waren meine Miner nochmal komplett in Heal. Ich meine, am Ende war dann hier auch nicht mehr ganz so viel zu machen. Oh, dann gehen wir ein bisschen weiter hoch. Ich gucke mal den Angriff von Swash. Ja, hier sehen wir den Angriff von Swash. Auf auch so ein optimiertes RH-11-Dorf, also mit einem oder 2 Infernos auf Single. Ja, das ist natürlich auch ein gefundenes Fressen für Miner, wenn die Infernos hier auf Single sind, da sie ja ständig ihr Ziel wechseln müssen. Und so lange, wie sie dann dafür brauchen, rocken hier natürlich die Miner durch so eine Base durch. Aber der Swash kommt ganz ähnlich hier wie ich auch rein mit einem Queen Walk. Queen Walk bietet sich ganz gut an, um schon mal einen super Funnel hier zu bilden für die Miner. Und mit King und dem Bowler dann auf einer anderen Seite schön weiter den Funnel aufgemacht. Das heißt also schön die Seite hier geklärt, dass die Bowler auch erstmal gar keine Chance haben, nach außen zu gehen. Ich weiß, dass hier am Ende, da wo die Queen und wo der King rumhampelt, da stehen noch 4 kleine Tesla. Ja, also vom Level her nicht so super hoch. Und auch der Swash hat sich hier einfach ein Fries aufgespart für den Schluss. Also die hier gibt es sogar 4 X-Bogen, aber alle auf Level 2 und vor allen Dingen alle auf Boden. Den habe ich mit einem 9er versucht mit Luft zu machen, ist mir auch nicht gelungen. Und hier seht ihr das am Ende, ja, da kommen, ich weiß gar nicht, ich glaube es sind Level 6, 5, Level 5, Level 6 Teslas raus. Und da fließt ein kleiner Teil von mit Queen. Die Queen wurde jetzt schon gemacht von dem kleinen Mini-Killscott da oben, nämlich so den paar Magiern. Und die Miner fressen sich hier nach wie vor durch diese Base durch. Da ist jetzt auch gerade der Single Inferno in der Base kaputt gewesen. Und hier unten gibt es ja kaum noch Beschuss, auch wenn der Flächenschaden noch da ist. Aber das ist jetzt ein Level 6 Magierturm. Ja, da ist er schon weg. So stark ist er nämlich dann auch nicht gegen 3er Miner. Und jetzt werden die Miner sogar noch geheilt. Das ist auch mal klasse, ja, dass die Heiler jetzt auf den Miner umspringen. Aber jetzt gibt es auch echt nicht mehr viel Beschuss. Und da hinten der Single Inferno, ja, der macht natürlich gar nichts mehr. Denn da sind es einfach zu viele für den. Und ja, ich weiß nicht, was dann so eine Base hier soll. Die ist einfach so hingestellt. So ein bisschen unfertig, sage ich mal. Da könnte der Gegner sogar noch ein bisschen mehr rausmachen. Aber der Lav hier, der hat auch gar nicht angegriffen. Ich denke mal, ist zurzeit ein toter Account. Okay, dann gehen wir noch ein kleines Stück höher. Ja, hier oben. Ja, hier gab es teilweise nur von uns 2er oder ja noch auf dem 10er, 3er. Aber wir gucken uns hier den Sir Armelot einmal an. Das ist RH11 auf RH11, aber auch hier wieder auf eine kriegsoptimierte RH11. Also mit 10er kannst du hier natürlich rangehen. Aber ich denke mal, trotzdem ist eine starke Base mit dem Warden auch in der Mitte. Und auch die Statue macht ja immer so ein bisschen Schaden. Der zwickt immer so ein bisschen. Und der tut dann an der Stelle den 10ern auch ganz schön weh. Aber er kommt hier schön breiter, schöner breiter Funnel mit Hexen und Bowlern. Und der erste Sprung jetzt hier in der Base, der geht ja schon voll in den Core der Base hier. Also jetzt kommt die Queen. Und hier haben wir auch noch nicht, doch da war glaube ich ein ausgebauter Tesla. Aber hier in der Mitte entkernt er jetzt richtig schön mit den Bowlern. Golem da mit drin und dann hat so eine Base hier natürlich auch relativ wenig Chancen. Nichtsdestotrotz kann der Gegner natürlich dann mit diesem Dorf auch angreifen, hat unter Umständen Bowler auf 3 oder hat dann die Hunde auf 4 mit Loons auf 7 und dann wird das wirklich, wirklich schwer. So toll waren die auch im oberen Bereich nicht, die haben, sage ich mal, Standard abgeliefert, also 2 auf unsere 11er, haben auch hier und da gefailt, das haben wir aber auch. Und ja, ich mache hier niemanden einen Vorwurf. Wir hätten vielleicht taktisch noch ein bisschen anders vorgehen können. Unsere Kommunikation lief nicht so gut in diesem CK hier. Teilweise lag eine breite Spanne an Zeit dazwischen, weil natürlich jeder auch ein bisschen was zu tun hatte noch am Samstag. Und auch ich war immer nur ab und zu mal im Spiel hier ein bisschen mobil. Konnte hier und da ein bisschen spenden, aber
so wirklich konnte ich dann den ganzen Geschehen hier auch nichts dazu tragen. Ich habe mir dann irgendwann ja meine Nummer dann ausgesucht, habe gesagt, ich mache dann mal die 19 und bis dahin sah es auch noch ganz gut aus, aber wir wussten eigentlich zwei Angriffe vom Gegner auf unsere völlig leerstehenden Neuner brachten dann letztendlich den Sieg hier für den Gegner. Ja, also ist das nun mal, ist, ich fand das an der Stelle nicht so tragisch und hier oben seht ihr, wir haben hier oben auch was liegen lassen und haben so hier und da gefehlt, das war jetzt nicht so schlimm, aber wir haben es einfach nicht mehr, wir haben es nicht mehr reingeholt, so muss man sagen. Hier haben wir eine typische kleine Mini-Ring-Base, hätte ich fast gesagt, an so einer Base habe ich mich auf der Local Clash noch sehr schwer getan. Das liegt einfach daran, dass sobald die Queen nämlich auf einer Ecke Beschuss vom Inferno bekommt, kriege ich Panik und weiß dann nicht mehr so genau, was ich, ich weiß schon, was ich machen soll, aber der Gara kommt hier auch mit einem Lalun-Angriff rein, also erstmal mit einem kleinen Mini-Kill-Squad schafft jetzt schon mal eine La hier und der Babydrachen hier hilft einfach so ein bisschen beim Funneln und beim kleinen Cleanup schon mal die eine oder andere Def hier mit wegzumachen. Okay, jetzt an der Seite der König, also beide Helden bekommt er hier mit dem Kill-Squad, das ist natürlich auch nicht schlecht. Und kommt dann letztendlich, denke ich mal, ich habe den Angriff noch gar nicht gesehen, ich sehe den jetzt auch zum ersten Mal, aber man kann ja sagen, ist ein Lalun, schafft er jetzt noch die Queen und das ist dann eigentlich das gewesen, aber ich weiß gar nicht, was mit der CB war. Es kann sein, dass in der CB ein Hund war und er das dann natürlich an dieser Stelle gewusst hat, weil deswegen kommt die Clanburg auch gar nicht mit raus, oder ich habe es jetzt nicht beobachtet, dass er die Clanburg geschafft hat. Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Naja, mit der Folge, das ärgert mich jetzt schon ein bisschen, muss ich sagen. Aber das macht jetzt an der Stelle hoffentlich für euch nichts aus. Das Problem ist, die Folge, die ich eigentlich dort euch heute Mittag um 12 zeigen wollte, die konnte ich auch nur einmal drehen. Es gibt ja bei Clash of Clans mal Sachen, die kannst du nur einmal machen. Und wenn sie dann drin sind, dann sind sie drin. Und wenn sie verbockt sind, so wie jetzt, ich habe mal verbockt, dann ist das Zeug weg und du kannst die Situation nicht nochmal 1:1 wiederholen. Das ist einfach so und deswegen hoffe ich, dass trotzdem die Folge euch gefällt, denn einige Sachen haben wir gestern Abend ja schon im Stream gesehen und ich muss jetzt einfach mal improvisieren, also Mut zur Lücke haben. Jetzt kommt die Folge halt ein bisschen später für euch, aber ich werde dann heute Spätnachmittag oder heute Abend neue Folgen für die Woche dann drehen. Ja, da wird auch wieder eine Dorfbesuche-Folge mit dabei sein, denn meine Datei wird immer größer. Das heißt also, die Einträge werden immer mehr. Ich muss ein bisschen abarbeiten mit wieder so kleinen Lückenfüllern. Da habe ich auch schon wieder ein paar gesammelt, ein paar richtig coole Anekdoten hier von Clash of Clans. Ob das nun Fail-CK-Angriffe sind oder ob das tolle Lot-Angriffe sind, das versuche ich immer ein bisschen aufzulockern. Ich hoffe, das gefällt euch auch in den Dorfbesuchsfolgen. Dann werden die nicht ganz so super langweilig. Ja? Okay, also waren hier schöner 3-Stern. Das muss ich mir nochmal genau angucken, wie der Gara das hier gemacht hat, wenn ich nochmal auf so eine Base hier treffe. Er hat zwar einen Warden mit dabei und hat aber nicht mehr Truppen. Also wirklich nur der Warden ist eigentlich der Mehrwert hier. Und deswegen gehe ich so eine Base sicherlich auch mal an. Ja, ich denke mal hier oben. Ja, können wir trotzdem was zeigen. Ich will mal gerade schauen. Ja, der King Arthur hier, dann sehen wir hier von den oberen auch mal die Bases. Ja, hier im oberen Bereich waren es normale Elver, also normal mit starken Infernos, mit Adler-Dev und mit relativ maxed out Bases. Hier fehlen natürlich jetzt noch die 9 Bogenschützentürme. Der hat die Infernos auch noch nicht auf den neuen Level. Also ist quasi noch eine Elver-Base vorm Update, so will ich es mal sagen. Und kommt hier mit, ich hatte es ja gesagt, mit meiner im Level 11 Bereich, ja, ist jetzt ein bisschen Zufall, dass ich mir gerade den Arthur hier rausgesucht habe, der hier mit 30 Minern durch diese Base hier gehen wird. Und ja, gucken wir mal, wie er sich hier schlägt und wie er das gemacht hat. Denn ist auch immer ganz hilfreich für den einen oder anderen Elver, der ja auch immer mal wieder auf so eine Base hier trifft und sich das Ganze oder das Ganze aufschnappen kann. Kann sagen, Mensch, da hat einer meiner benutzt. Ich glaube, der Arthur wusste hier auch an der Stelle, dass da so ein blöder Hund drin ist.
Der nervt jetzt natürlich, weil die Queen gerade Beschuss von der gegnerischen Queen bekommt und sich jetzt erstmal leider um den Laberhund kümmert und nicht um die gegnerische Queen. Hier zündet er sich jetzt aber, denn jetzt hat er ein bisschen mehr Truppen auf dem Feld und kann sich dann endlich der Queen auch entledigen. Einmal den Warden gezündet. Ich habe es gerade schon wieder gesehen, das Bild hat gerade wieder gezuckt. Ich habe jetzt eigentlich alles im Hintergrund rausgenommen, was hier stören kann. Und ich weiß im Moment nicht, wo es herkommt. Vielleicht hat einer einen Tipp. Das Ganze kommt irgendwie aus dem Emulator und aus OBS, dass das ab und zu das Bild kurz einmal zuckt in ein anderes Bild rein. Aber ich habe jetzt eigentlich alles im Hintergrund rausgenommen. Und ich habe das gestern Abend auch schon im Stream festgestellt. Habe mir den auch nochmal angeguckt. Ja, das ist immer nur so eine kleine, so eine Zehntelsekunde. Aber hier kommen jetzt die Miner in die Mitte. Boah, alle Miner rein. Alle Miner hier rein. Voll in die Mitte rein. Die kriegen hier natürlich jetzt Ultra-Beschuss. Und mal sehen. Ja, ein Fries hat er jetzt nicht mehr Arbeit, noch ein Heil. Da kamen jetzt natürlich ganz viele Skellies raus. Aber auch 5 hier Donnerwetter rocken die ganz gut durch. Jetzt kriegen natürlich die Infernos nicht mehr alle Miner rein. Deswegen kann er ruhig da ein Heil ziehen. Um vielleicht den ein oder anderen Miner hier nochmal so ein kleines bisschen Heal zu verschaffen. Ist ihm, glaube ich, auch an der Stelle geglückt. Kann man auch einen Fries vielleicht mitnehmen für eine Seite in Fries und für die anderen Seite die Miner durchlaufen lassen in Heil dann. Hat er aber hier gut gemacht. Aber knappes Ding hier mit 50% Adler immer noch dabei. Jetzt auf die letzten Miner hier zu gehen. Da ist noch einer an der Adler-Def. Ah, schafft er es noch? Nee, der schafft es nicht mehr. Okay, aber 50% hier und irgendwo hat er sich hier noch ein Prozent weggesnaggelt. Ach, das ist hier hinten an der Ecke. Und auch hier hinten. Okay, beide gleichzeitig gesetzt. Das heißt also, einer von beiden hat es dann noch geschafft. 52%. Gute Sache hier. Der nächste CK ist auf jeden Fall etwas ausgeglichener. Wer meinen Stream gestern gesehen hat, wir haben hier 6 Elfer auf unserer Seite und der Gegner hat mal nur 2 Elfer mehr. Ja? Mal nur 2 Elfer mehr, aber wir sind komplett in dem Bereich hier 9er und 10er. Das sieht bei uns genauso aus und mal sehen, ob wir nicht wieder unsere grüne Serie weiter fortsetzen können. Bleibt also bei mir dran. Ihr werdet das in dieser Woche ganz, ganz sicher bei mir sehen. Bis dahin, euer Toto. Bleibt schön.